1, 2, 3, Test. So, gibt es soweit noch Fragen bei euch? Auch an die, die jetzt ganz neu zum ersten Mal hier bei dem Online-Training dabei sind, für unser Vertriebsteam. Also nochmal zur Wiederholung. Wir haben hier, wie vorhin auch gerade, unsere drei Grundprinzipien. Wenn es darum geht, wenn wir Neukunden onboarden, also bei uns bei Klein Marketing, okay? Das heißt, es gibt bei uns als festen Bestandteil unseres Leitfadens, wenn wir das erste Strategiesession haben, also den ersten Kennenlernen-Call mit einem potenziellen Neukunden für uns, wenn Interessenten, dann sprechen wir immer, grundsätzlich immer, auch das Thema an, hast du schon eine Webseite? Wenn ja, dann schauen wir auf die Webseite kurz drauf, geben eventuell auch schon ein paar Tipps. Natürlich machen wir keine Komplettanalyse, das würde auch gar nicht gehen in 20-30 Minuten. Wir bieten dann tatsächlich das als Komplettpaket fully included ein, mit dazu. Weil die Sache ist die, ihr müsst eines verstehen, dass wenn da draußen, natürlich gibt es auch sehr gute Webseitenoptimierer, UX-UI-Designer, Agenturen, die Webseiten, auch gute Landingpages machen. Es gibt unfassbar viele Tools, die muss man auch erstmal verstehen und anwenden können. Also nicht so, dass ich mir jetzt irgendwo ein Tool besorge und boom, ist die Webseite, ist die Landingpage da. Ja, also es gibt EasyTools, es gibt OnePage, es gibt ClickFunnels, es gibt das, dies, jenes, es gibt zig geile Plugins, OptimizePress, es gibt Elementor, geile Sachen. Aber das ist ja nicht so, ich kaufe mir das und dann ist es sofort da. Das heißt, viele haben halt einfach so eine halbfertige Webseite oder auch noch gar nichts. Und es ist halt einfach so, dass die meisten kleineren IT-Unternehmen, die sich bei uns melden, die haben letztendlich ihre ersten paar Kunden aus dem Netzwerk heraus generiert. Das heißt, die haben auch noch nie wirklich das Thema Webseite in den Vordergrund gerückt. Und prinzipiell ist es in der Branche ja so. Und dann letztendlich bei denen dann nochmal mehr, weil sie sagen, okay, also es hat bei uns eigentlich noch nie ein Kunde auf die Webseite geschaut. Das ist ja auch ganz klar, weil sie haben auch noch nie wirklich Online-Werbung gemacht. Ja? Dann gibt es die nächste Stufe, das sind dann diejenigen, die sagen, okay, wir machen die ganze Zeit schon Online-Werbung, wundern uns aber, dass wir nicht wirklich Leads bekommen. Dann sind die Leads bekommen, aber wirklich nicht konvertieren in Termine. Ja? Die einen, entweder beides oder einem das andere, meistens beides. Und das hängt dann immer damit zusammen, dass die Landingpage, wo die letztendlich ihren Traffic draufschalten, beziehungsweise die Webseite selber auch, weil das eine ist genauso wichtig wie das andere, weil wir verkaufen hier keine irgendwelchen Online-Kurse, ja, wo wir einfach nur eine Landingpage haben und da wird das Ding sofort bei Klick, wie heißt das, Klick24 oder irgendwas gekauft, sondern letztendlich ist es ja so, dass wir versuchen hier über eine Online-Marketing-Kampagne, sagen wir mal, Leads einzusammeln. Am ersten Schritt schauen sich die das an und da gibt es eine gewisse ganz kleine Conversion-Rate, die klicken dann oder buchen oder laden sich was runter oder was auch immer. Aber die allermeisten, und das sind eigentlich 99%, die buchen nicht und tun nicht sofort, sondern die schauen dann nochmal selber auf Google nach. Also das heißt, der Funnel ist der, sie sehen eine Anzeige, klicken drauf, landen auf der Landeseite und dann gehen sie nochmal in die Google-Suche und checken nochmal die Firma ab, bevor sie hier überhaupt ihre Kontaktdaten eingeben wollen. Ganz besonders bei den kleineren Firmen, die noch keinen Schwein kennt. Ja, weil ich gebe ja heutzutage, ganz besonders in Deutschland, ist jeder, also ich glaube, es gibt kein Land, das paranoider ist zum Thema Datenschutz wie in Deutschland, bevor jemand irgendwo eine E-Mail einträgt oder sonst irgendwas, besonders diejenigen, die wirklich sehr wertvoll sind, und genau die wollen wir ja, also jemand, der irgendwie, keine Ahnung, theoretischer Entscheider, Interessent oder so, der halt einfach auch nichts zu bieten hat, der nicht kaufkräftig ist und der ja keine Entscheidergewalt hat und so weiter. Ne? Also die geben dann auch eher mal ihre Kontaktdaten schnell mal weg. Die sind aber auch nicht so viel wert und deswegen ist es ja so. Aber die eben sehr, sehr viel wert sind, die tragen dann meistens irgendwie eine neu gemachte Gmail ein und so weiter. Die wollen halt, niemand will zugeballert werden mit Werbung. Das heißt, es ist häufig so, dass es dauert und dauert und dauert, bis sie dann endlich sozusagen wirklich genug Vertrauen gefasst haben, dass sie da letztendlich dann ihre Kontaktdaten eingeben und so weiter. Und das ist letztendlich zunehmend über die letzten Jahre, Monate, konnte man richtig hinsehen, wie das immer weiter zugenommen hat, dass keiner mehr seine Kontaktdaten rausgeben möchte und das einfach immer nochmal eine Runde drehen. Deswegen muss die Webseite einfach zeigen, diese drei Prinzipien, muss einfach sein, klar, und Vertraulichkeit, ja,
Das sind die drei Prinzipien, wenn es nicht einfach und klar ist, was wir anbieten und was der Nutzen dieses Angebots ist, dann passiert erstmal gar nichts und dann fehlt immer noch Vertraulichkeit. Also es gibt eine ganze Menge geile Webseiten da draußen, die sagen mir genau, ja okay, die sind relativ klar, was sie anbieten, sind auch relativ überzeugend in dem, was das für ein Nutzen für mich sein könnte, aber ich trage mich da trotzdem nicht ein, ich gehe jetzt mal von mir selber aus, weil es fehlt mir einfach noch die Vertraulichkeit. Also ich weiß ganz genau, wenn ich mich hier eintrage, dann bin ich bei denen irgendwo in Verteiler drin, am besten wollen die dann noch meine Handynummer, ja, dann kriege ich Anrufe aus was weiß ich überall her und ohne Ende und so weiter und so weiter und ich werde nicht mehr in Ruhe gelassen. Ja. Und weil es in den letzten Monaten, Jahren weiter zugenommen hat, ist es halt auch umso schwieriger und die werden dich wirklich genau durch die Lupe nehmen. Ja. Die werden googeln, YouTuben, LinkedIn und was weiß ich werden die machen, bevor sie sich dann wirklich entschieden haben. Das heißt, selbst wenn ich eine Online-Werbung im B2B, selbst wenn ich eine Online-Werbung schalte, ist das, was auf deiner Webseite ist, auf deinem LinkedIn-Profil etc. etc. genauso wichtig, weil der ganz große Teil des Traffics, die wohl letztendlich nicht sofort irgendwas machen, dann auch auf diesen anderen Profilen mal vorbeischauen werden. Also es sind da jetzt noch Fragen dazu. Also deswegen, hier schließen wir jetzt den Kreis für dieses Sales-Training. Deswegen ist es so wichtig, Jungs, dass wenn wir hier im Onboarding sind für unsere Kunden, dass wir immer das Thema mit ansprechen, ja, habt ihr schon eine Webseite? Wenn ja, lass uns mal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, repräsentiert eure Webseite oder eure Online-Präsenz Einfachheit, Klarheit und Vertraulichkeit. Und wenn nicht, dann aus diesen und diesen Gründen nicht. Und einfach mal ein paar Tipps geben, zwei, drei Sachen ansprechen. Ja, das liegt eigentlich immer sehr, sehr, sehr klar auf der Hand. Meistens fehlen Bilder, meistens sind die Farben schlecht, meistens ist der Call to Action irgendwo vergraben oder gar nicht vorhanden oder irgendwie so ein uraltes Kontaktformular oder was weiß ich. Also es sind immer jetzt nicht auch immer die gleichen Sachen, komischerweise. Oder sehr, sehr häufig. Und dann einfach hier sozusagen Anreiz geben, um mit uns eine Zusammenarbeit einzugehen oder zumindest mal die nächsten Stufe, etwas größeren Workshop oder einfach gleich abschließen für unser Coaching-Programm oder einfach gleich abschließen auch von der Kooperation, je nachdem, wie kaufkräftig eben der Kunde ist und mit wem genau ihr jetzt da eben spricht, ja, welche Größenordnung wir hier reden und so weiter und so fort. Ansonsten sind da noch Fragen dazu? Wenn nicht, dann schließe ich jetzt hier die Session ab. Hallo, hier noch eine Hand. Da habe ich noch was gesehen, eine Handmeldung. Nee, passt soweit? Okay, das muss sitzen, ja? Okay, dann sehen wir uns. Okay, dann beenden wir die Session. Ich habe ja auch noch viel zu tun. Okay, bis dann, ciao.